Nun nehmen Sie noch mal etwas Gift. Ist gesund. Schön Gift. Staccato der Angriff oder wenn man irgend so nutze Kacke nicht benutzt. Saug ihn richtig leer. Das wird doch wieder nichts. Der hat bestimmt jetzt gleich noch Arcani oder so wieder drin und das hat dann Feuer und killt mich einfach. Oder macht jetzt einen kritischen Treffer. Also ein Volltreffer. Elf Lebenspunkte? Nee, das sauge ich nicht ab. Oder doch? Ich hätte mein erstes Pokémon nicht mit einem Angriff gekillt. Das wäre gut gewesen. So, was kommt jetzt noch? Ist egal, was jetzt kommt. Ja, toll. Ja, das kriege ich nicht mehr klein. Staccato greift mehrfach an. Nehmen wir halt mal das. Ja, es ist eh egal. Ich glaube nicht, dass ich noch lange genug lebe, um das ja auch noch klein zu bekommen. Ich würde jetzt gerne meinen Heiltrank nehmen. Ach stimmt, das habe ich ja schon mal gemacht. Es trifft zweimal. Ja, geil. Wieso habe ich das jetzt nicht öfters benutzt? Also, ich müsste jetzt verdammt oft nicht treffen, damit ich noch gewinne. Das wird also nicht passieren. Dödüm. Das ist die Frage, was nehme ich zuerst? Wasser zuerst. Super, Onix brauche ich hier fast nicht mitnehmen, weil das Wasser ist und halt die ist. Da kommt ja noch einer, den kenne ich noch gar nicht. Ah, okay, wir nehmen. Also ich habe doch nicht meine Auswahl. Ich brauche jedenfalls dich. Das kann ich vergessen. Was noch mal. Onix brauche ich ja nicht mitnehmen, weil dann packte mir die Wasser-Pokémon aus. So, jetzt bitte. Den kenne ich? Was? Was hatte ich für eine Lüge? Lüg mich nicht an. Da hat ihn nicht, ne? Das macht fiese viel Schaden, das Vieh. Vor allem ist das auch nur Level 15. Es lebt immer noch, ist ein Drecksvieh. Ich weiß nicht genau, was du meinst mit Ratini, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich erinnere mich an nichts. Ich kann mich nicht erinnern, Geldkoffer erhalten zu haben. Ja, Ratini hat doch meistens Drachenmut. Das ist das Problem an Ratini. Diese ganzen Drachen-Pokémon da, diese ganze Entwicklungsreihe. Soll ich das Pokémon wechseln? Nein, das taugt nichts. Nicht surfen. Überlebe ich das? Wahrscheinlich nicht. Fuck. Ey, dieses Toxatin. Toxatin. Wie auch immer man das ausspricht. Ist einfach viel zu mächtig. So, jetzt müsste ich ja noch als erstes dran sein, dann würde ich sagen, geht, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt mit einem Angriff weg bin. Natürlich bin ich schon mal nicht zuerst dran, das ist ja. Bin ich tot, ich überlebe. Halt, halt, stopp, 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 stopp. Oh, ach komm schon. Wie soll ich das denn vernichten? Das ist super, ja. Geil.
bin vergiften, will das was bringen? Nee, so lange lebe ich nicht. Och nein, ich wickel. Ach, willst du mich doch verarschen hier. Ey, wie dieses eine scheiß Pokémon mich immer wieder killt, ist unglaublich. Vor allem ist es auch nur dieses eine. Na, wenn es vielleicht nochmal wickeln ist. Na toll, jetzt vergiftet es mich auch noch. Service soll nicht so effektiv gegen Volleyball sein. Ja, toll. Ach komm! Ja, natürlich verfehl ich. Geil, vergiftet und wickel. Will ich gleich aufgeben. Ja, komm. Super, ich habe überhaupt keine Chance gegen das Vieh. Null. Null. Toll. Ja, toll, ich werde es nicht mehr tot bekommen, weil ich jetzt eh gleich selbst tot bin. Ja, natürlich, geht alles daneben. Ey. Wow. Der braucht halt nur dieses eine Pokémon, um alles zu killen, was ich ihm entgegenwerfe. Auch dann, wenn das Zeug, was ich ihm entgegenwerfe, stark gegen das Spiel ist. Junge, Junge, Junge. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt selbst jetzt mache. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das im Muppen mache. Soll ich jetzt psychische Attacken hernehmen? Physische Attacken. Ich muss ja erstmal drankommen, bevor ich überhaupt irgendwas machen kann. Das komme ich bei dem Vier schon gar nicht. Das killt mir halt alles einfach weg. Reicht Volltreffer aus, um es zu killen? Ja, wie gesagt, etwas. Und da ist es wieder. So soll das Pokémon wegnehmen. Das Pokémon wechseln bringt nichts. Das ist. Ich könnte Schädel wohl mal versuchen. Ich könnte auch auf Eisstrahl hoffen, dass es einfriert. Physische Attacken. Ist Schädelwurm eine physische Attacke? Oder meinst du damit jetzt explizit Kampfattacken? Also egal, das greift mich eh zuerst an und killt mich einfach. Also das ist ja ein Zwei-Runden-Ding. Das heißt also, ich bin jetzt tot. Nein, ich habe noch einen Lebenspunkt, hey. Jetzt verfehle ich einfach. Das ist sehr nicht hilfreich gewesen. Ich hätte lieber Eisstrahlzahn machen sollen. Passiert, wenn man auf seinen Chat hört. Gut, was mache ich jetzt? Jo, jetzt sterbe ich wieder mit allem, was ich habe.
Voldopal ist eh nach einem Angriff tot. Ja, gern. Ich kann es versuchen, es zu vergiften, aber das schaffe ich wieder nicht. Kommt wieder nur nichts passiert. Machen wir Staccato, vielleicht funktioniert das. Ich werde erst wieder gewickelt für die nächsten 50 Runden. Dann werde ich vergiftet und wieder gewickelt. Keine Opfer von Hand? Nee, das haben sie nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier ein Safe-Set mit Wuppen 64 mache. Ja, ich weiß schon, warum ich N64-Innovation nicht mag. Also wenn ich vielleicht überhaupt mal angreifen darf in diesem Kampf, nee, ich glaube nicht. Oh, ich darf sogar mal angreifen, einmal wahrscheinlich nur. Genug. Nichts, was ich habe, macht Schaden gegen dieses Vieh. Ich halt alles viel zu mächtig ist. Ich könnte Sauger einsetzen, aber das ist auch nicht effektiv gegen das Vieh. Ach, komm schon. Ja toll, ich kann es vergiften, aber das bringt ja auch nichts. Ich hätte einfach, warum habe ich nicht einfach weiter Staccato gemacht? Ist eh egal, was ich gemacht habe. 5 Save, F7 Load. Ich teste das mal kurz. Oh, stimmt sogar, okay. Ja, ist eh egal, ich bin gewickelt. Was soll ich machen? Aber du willst mich doch verarschen. Wow, es wickelt mich zu Tode. Spannend so. Ob ich es nochmal schaffe, nochmal anzugreifen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Nee, es tötet mich jetzt einfach, ne? Und danach hat die ja noch ein Pokémon. Dieses Toxaten ist echt nervig. Ich habe Toxaten nicht so stark in Erinnerung, ehrlich gesagt. Wenn ich es wenigstens vergiftet bekommen hätte. Aber es lohnt sich ja nicht, weil... Kann ja damit rechnen, dass es mich jetzt so lange noch verfickt hier. Ach komm! So, dann kommt. Ja, da habe ich noch Voldoball, dann macht es einfach Server und mich auch wieder tot. Ach komm on. Muss bald mal den Müll rausbringen hier. Gut. Boah, bin ich wieder besiegt, ne? Nee, mach es fertig, Voldoball. Voldoball wird
keinen einzigen Angriff rausbringen. Jetzt kommt Server und ist vorbei. Nein, jetzt kommt erst Wickel. Ach, komm schon. Oh, die Attacke ging daneben. Also wir raten, das macht überhaupt keinen Schaden. Aber es reicht halt nicht. Ja, und da ist Voldo bald tot. Wow! Wie ich dieses eine Vieh nicht tot bekomme, es ist unglaublich. So lächerlich. Continuous habe ich noch. Habe ich noch ein paar. Ja, toll. Nee. Das nehme ich noch mit. Soll das sein? Ja, aber Ibitak ist auch scheiße. Das killt ja alles, was ich in den Weg werfe. Mehr oder weniger mit seinem scheiß Server-Ding. Und ist natürlich auch immer schneller als ich. Natürlich hat er auch Level 20. Das habe ich keine Level 20 Pokémon. Ich krieg nur die 15er hier. Was ist das für eine behinderte Scheiße? So, bitte töten. Danke. So, kommt jetzt direkt wieder oder wirst du auch Pandemos zwischendrin rein? Nein, es kommt direkt das Vieh. Nee, Pokémon tauschen wir jetzt dämlich. Versuchen keine normalen Attacken. Ist egal. Ich glaube, wobei, einmal könnte ich es überleben. Überlebe ich das noch ein zweites Mal vielleicht? Nur wenn es keinen Crit macht. Ach, komm schon, lass dich einfrieren. Lass dich doch einfrieren. Oh, ich hab schon wieder Spambots. Ist auch meine einzigen Zuschauer, Spambots. Komm schon, frier ein. Ach. Gut, dann war's das auch damit. Kann Server überhaupt daneben gehen? Wahrscheinlich schon. Kann ja so ziemlich alles daneben gehen. Kann ich sogar eine Attacke daneben gehen, die gar nicht daneben gehen können sollte. Irgendwie so. Ich hätte Coco-Wein wieder mitnehmen sollen. Ibitak war eine schlechte Wahl. Ist auch zu langsam. Ist alles zu langsam. Hm. Ich fliege, du kannst mich gar nicht treffen. Ich kann natürlich einen Volltreffer machen und mich einfach instant. Ja, gut. War doch schön, dass wir darüber geredet haben, oder? Wie ich an diesem einen scheiß Drecksvieh nicht vorbeikomme, ist unglaublich. Ja, geil. Ich weiß nicht, wie Spambots, wie es aussieht.
Kann ich das jetzt überhaupt? Oder eier da wieder meine Maus rein? Das ist einfach viel zu mächtig ist. Ich muss das wieder aufs Klo machen. Ja toll. Ich könnte Onyx oder Ponita noch mitnehmen. Das ist beide schwach dagegen. Alle beiden anderen sterben sofort. Ja geil. Moment, hat der Onyx nicht Schaufel? Ich will Spambots, das ist doch nicht schön. Ach nö. Nicht du. Du machst wieder deinen scheiß Hornbord und killst mich.